Hallo Leute, mein Name ist Julian von Skadir und wir wollen heute das Daedalus Wallet mit dem Yoroi Wallet vergleichen. Wir haben uns in den ersten beiden Videos die beiden Wallets angesehen, im ersten das Daedalus, im zweiten das Yoroi Wallet und haben uns jeweils die Vor- und Nachteile angesehen, wie man ADA empfängt, wie man ADA versendet und wie man delegiert, wie man staked. Und in diesem Video schauen wir uns jetzt eben den direkten Vergleich an. Dazu verwenden wir die offiziellen Angaben von Input-Output Hong Kong. Input-Output Hong Kong ist ja die Firma, die die Cardano-Blockchain entwickelt. Also schauen wir uns jetzt tatsächlich dann die offiziellen Angaben an. Also wir werden da nichts rein interpretieren bzw. nichts erfinden, sondern das sind jetzt die Angaben vom Hersteller. Bevor wir aber starten, möchte ich noch einen herzlichen Dank an Marco entrichten. Der hat uns gestern über PayPal unterstützt, unser erster Unterstützer. Gruß geht raus. Dankeschön. Wir beginnen mit den unterstützten Betriebssystemen. Das Daedalus Wallet unterstützt Windows, Mac und Linux. Das Yoroi Wallet unterstützt Windows, Mac, Linux, iOS und Android. Installation. Das Daedalus Wallet benötigt ungefähr 1 bis 2 Stunden, bis das Wallet installiert, synchronisiert und einsatzbereit ist. Das Daedalus Wallet benötigt nur einige Minuten und ist dann ab Aktivierung sofort einsatzfähig. Das Daedalus Wallet, das ich im ersten Video installiert habe, das hat ungefähr 5 Stunden gebraucht, bis es komplett synchronisiert war. Das hängt auch von der Internetgeschwindigkeit ab. Wallet und Private Keys werden bei beiden Wallets lokal bei dir gespeichert. Das ist sehr gut, denn niemand soll über deine Private Keys verfügen. Bei Kryptobörsen ist es meistens so, dass die Kryptobörsen selbst deine Private Keys verwalten. Speicherbedarf und Bandbreite. Beim Daedalus Wallet, sagt Input-Output Hong Kong, benötigst du ungefähr 6,5 GB an Speicherbedarf. Denn als Fullnode Wallet muss Daedalus ja die gesamte Blockchain herunterladen, alle Transaktionen, die jemals getätigt worden sind. Und dadurch, dass dein Wallet, dein Node mit der Blockchain synchronisiert werden muss, benötigst du hier auch eine Internetverbindung. Beim Yoroi Wallet hingegen hast du so gut wie gar keinen Speicherverbrauch, denn das Plugin ist ja nur einige Megabyte groß und du ladest ja nicht die gesamte Blockchain herunter. Trustless Operation, also der Betrieb ohne einer dritten Partei vertrauen zu müssen. Beim Daedalus Wallet ja, denn da kommunizierst du ja über deinen eigenen Node mit der Blockchain. Beim Yoroi Wallet hingegen nein, denn du kommunizierst mit der Blockchain über die Nodes, über die Server von Emogo. Staking und Delegieren. Das unterstützen beide Wallets. Wallets exportieren und wiederherstellen? Bei beiden ja. Beim Daedalus Wallet ist deine Recovery Phrase 24 Wörter lang und beim Yoroi Wallet ist die Recovery Phrase 15 Wörter lang. Versenden und Empfangen von ADA? Beide ja. Wir haben beim Daedalus Wallet im ersten Video gesehen, dass man empfangen und versenden kann und im zweiten Video beim Yoroi Wallet haben wir auch gesehen, dass man ADA versenden und empfangen kann. Unterstützte Sprachen. Beim Daedalus Wallet hast du nur 2 Sprachen zur Auswahl. Einmal Englisch, einmal Japanisch. Wenn du also Probleme mit Englisch hast und wie ich mit dem Japanisch, dann hast du auf jeden Fall beim Yoroi Wallet eine größere Auswahl. Da wird sogar Deutsch unterstützt. Support Tickets. Bei beiden Wallets hast du die Möglichkeit, bei Problemen Tickets an den Support zu schicken. Full Node? Das wissen wir schon. Daedalus? Ja? Yoroi? Nein. Integration mit Ledger und Treasure? Beide ja. Paper Wallet Support? Beide ja. Migration von Wallets? Das ist jetzt ein sehr interessanter Punkt. Du hast beim Daedalus die Möglichkeit, dein Wallet im Yoroi Wallet wiederherzustellen. Du hast auch beim Daedalus die Möglichkeit, dein Paper Wallet als Paper Wallet im Yoroi Wallet wiederherzustellen. Umgekehrt ist das nicht möglich. Du kannst also kein Yoroi Wallet in Daedalus wiederherstellen. Du kannst auch kein Paper Wallet von Yoroi in Daedalus wiederherstellen. Das ist leider nicht möglich. Das war's mit dem Vergleich, das war's mit dem Video. Ich hoffe, ihr konntet einiges mitnehmen. Tschüss.